Also die plastische Chirurgie hat sich aus der Chirurgie entwickelt und ist ein Spezialgebiet in Österreich noch nicht einmal 30 Jahre, also etwa 30 Jahre. Und da war hauptsächlich die Wiederherstellung das Problem. Wiederherstellung nach Unfällen, nach Tumorchirurgie. Auch der ästhetische Aspekt, dass ich das auch schön mache. Also ästhetisch akzeptabel, wenn jemand verunstaltet war, zum Beispiel nach einer Fehlbildungsoperation oder durch eine Fehlbildung. Und die ästhetische Chirurgie kommend aus Nordamerika, also aus den Vereinigten Staaten und aber auch aus Südamerika, wo es selbstverständlich ist, dass 14-Jährige eine Brustvergrößerung kriegen, ist übergeschwappt nach Europa. Und Österreich, wie immer, ein bisschen hinten, ist erst in den letzten 15 Jahren so richtig dran gekommen, weil es natürlich um die Wunschmedizin geht, die immer mehr wächst. Es besorgt mich insofern, als natürlich in den Gerichtssälen dann die andere Seite nach vorkommt, also die Unzufriedenheit, die totale Frustration, auch die Enttäuschung, dass der Arzt sie nicht gewarnt hat, genug gewarnt hat, dass etwas daneben gegangen ist oder dass die Wunschvorstellung einfach nicht befriedigt worden ist. Und das ist ja sehr oft so. Wenn ich mir etwas wünsche, dann habe ich ja Bilder in mir. Und diese Bilder sind Vergleichsbilder mit irgendeiner Schauspielerin oder mit irgendeinem Vorbild. Und kann nie das erreichen, weil ich mich ja kenne mit meinen Wünschen. Dass man Wünsche hat, ist klar. Aber dass sie fehlgeleitet werden, oft durch Operationen, ist traurig. Einfach nur traurig, weil ja Ärzte beteiligt sind. Das wird von der Gesellschaft, Bindestrich, Medien und so weiter total gepusht. Und junge Leute, die keine Ahnung von der plastischen und Wiederherstellungschirurgie haben, nehmen das als Synonym. Ästhetische Chirurgie ist gleich plastische Chirurgie, so ist es sicher nicht. Und es wird doch einiger Regulierung gebrauchen, dass es wieder ins rechte Lot kommt. Ich glaube, dass es viel radikaler und einfacher ginge, wenn man Menschen, die sich etwas wünschen und etwas kaufen, also als der Klient kauft jetzt nicht mehr beim Arzt, sondern beim Fabrikanten Schönheit ein. Und wenn es ihm nicht passt oder wenn etwas passiert oder wenn eine Nachblutung ist, dann zahlt es die Allgemeinheit, weil er mutiert ja vom Klienten zum Patienten. Und da wäre es, glaube ich, ganz einfach, auch gesetzlich die Regelung einzuführen, dass man für alle Folgeoperationen auch aus dem eigenen Taschel zahlen muss. Ich glaube, das wär wie nichts zu machen und dann wird man sich's genau überlegen. Zum Beispiel eine 17-Jährige kriegt eine viel zu große Prothese zur Vergrößerung der Brüste. Ich bin ja nicht gegen jegliche ästhetische Chirurgie, aber so Auswüchse, dass man Junge mit 50 Kilo also vergrößert und dann ihnen gleichzeitig aber nicht sagt, ich zerstöre ihr Brustgewebe. Und zwar insofern, als das überdehnt wird. Die Haut wird dann schlaffer, wenn ich es rausnehme und ich kann es nie mehr herausnehmen. Die kann nicht mit 35 sagen, jetzt lass es mal rausnehmen. Und dann habe ich die gleich schöne Brust, wie ich sie gehabt hätte, wenn. Sondern sie hat eine andere Brust, die dann überdehnt ist und das Brustgewebe ist weg. Also für mich ist es ein Auswuchs der Wunschmedizin. Wunsch und dann großes Fragezeichen, ist es Medizin? Also der Wunsch Veränderung eines Menschen. Der fühlt sich in seiner Haut, die oder der fühlen sich in der Haut nicht mehr wohl und lassen sich an der Haut oberflächlich alles gefallen. Man spritzt und saugt und macht es und modelliert. Und ich glaube in den Wunsch. Aber die Frage ist, muss ich jeden Wunsch erfüllen? Und die werden dann zum Objekt
für den, der eigentlich nicht mehr der Mediziner ist, sondern ein Skulpteur. Vielleicht ist er ein Künstler, aber hat er das Recht, wirklich so weit einzugreifen, dass ich dem unter die Haut gehe? Also für mich ist es undenkbar, dass man wirklich eine Industrie aufbaut, und da gehört also alles dazu, von Foto bis zur Mode, alles, das schon exzessiv geworden ist. Und ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass die Ärzte geschult werden, auch in der Richtung Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für den anderen, und dass man dann sagt, dann stopp mit. Stopp in der Ausbildung, stopp in der Werbung, stopp in den Dingen. Und es hängen einfach sehr viel dran. Und es müsste sich eine wirklich gute Achse bilden.